Seit dem neuen Kapitel 2 gibt es wirklich eine Handvoll neue Änderungen bzw. auch Einstellmöglichkeiten in Fortnite, vor allem für die Controller-Spieler unter euch. Darum soll es gehen und damit ein herzliches Willkommen hier heute zu diesem Video. Heute zeige ich dir die besten Einstellungen für Controller-Spieler im Kapitel 2. Ich gehe einfach so vor, dass ich euch die jeweiligen neuen Einstellungen erkläre und euch dazu dann noch Einstellungen von den beiden Pro-Spielern Aiden und Camo zeige. So als groben Richtwert, was momentan ziemlich gut sich eignet und was halt eben auch die Pro-Spieler spielen, denn das, denke ich, interessiert auch viele. Im Endeffekt werden Pro-Spieler keine schlechten Einstellungen spielen, davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Was man aber noch dazu sagen sollte, ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Einstellungen vom heutigen Video kopiert, dass ihr natürlich nicht sofort ein Pro-Spieler werdet. Ich denke, das soll auch jedem klar sein. Aber das wollte ich auch nochmal dazu gesagt haben, neue Einstellungen erfordern natürlich auch viel neue Übung und so weiter und so fort, viel Training. Also da muss man dann auf jeden Fall auch viel Übungen durchführen, damit man dann auch mit den neuen Einstellungen zurechtkommt. Das Ganze ist natürlich auch eine Gewöhnungssache. Die meisten von euch wissen ja, und ihr seht es ja hier gerade auch im Gameplay hinten, dass ich persönlich PC-Spieler bin, aber aufgrund hoher Nachfrage von eurerseits dachte ich mir, recherchiere ich ein bisschen für euch, informiere mich für euch, damit ich euch wirklich die besten Einstellungen erklären kann. Und damit würde ich auch schon sagen, wenn du ein ähnliches Video für die Maus und Tastatur in naher Zukunft sehen möchtest, dann lass mir jetzt ein kostenfreies Abo da, aktiviere die Glocke und trag auf jeden Fall das nächste Mal in Fortnite meinen Creator-Code. Würde mich wirklich unglaublich supporten und jetzt würde ich schon sagen, starten wir mal direkt in die Einstellungen. Und zwar findet ihr die neuen Kapitel 2 Einstellungen für die Controller-Spieler, indem ihr einfach auf die Einstellungen geht, dort auf Controller-Empfindlichkeit draufklickt. Das ist oben der dritte Reiter einfach. Dort befinden sich dann wirklich die neuen Controller-Empfindlichkeit-Einstellungen. Ihr könnt natürlich auch nach unten scrollen und seht dann die Legacy-Umsehsteuerung nutzen. Wenn du diese Legacy-Umsehsteuerung auf angestellt hast, dann kannst du wirklich die Einstellungen so nutzen wie in der Season X, aber dann kannst du, wie gesagt, die neuen jetzt nicht benutzen. Wenn du aber diese Legacy-Umsehsteuerung auf ausgestellt hast, dann kannst du auf jeden Fall diese neuen Controller-Empfindlichkeit-Einstellungen benutzen und darum soll es jetzt hier auch in dem heutigen Video gehen. Wenn du auch wirklich deine alten Settings von der Season X zum Beispiel haben möchtest, dann gehe dazu einfach wieder zu den Legacy-Einstellungen kopieren und ihr habt dann in den neuen Einstellungen wirklich die Legacy-Einstellungen kopiert. Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt direkt mal mit Empfindlichkeit an. Ihr könnt jetzt hier schon diese beiden Multiplikatoren erkennen. Der eine ist einfach für den Baumodus und der andere ist für den Bearbeitungsmodus. In den alten und auch in den Legacy-Einstellungen gingen wirklich diese beiden Empfindlichkeitswerte bis 2,0. In den neuen müsst ihr euch einfach mal reinziehen, kann man diese auf den Multiplikator 5 setzen. Das ist schon unglaublich schnell und wirklich krass. Das bedeutet wirklich nichts anderes, als wenn du normalerweise jetzt auf einer Empfindlichkeit von 1 gespielt hast, du dich dann mit der fünffachen Geschwindigkeit zum Beispiel beim Bauen oder Editieren bewegst. Natürlich empfehle ich dir den Multiplikator 5 auf gar keinen Fall, weil das einfach viel zu schnell ist und du dabei halt auch gar keine Genauigkeit und so weiter hast. Ich empfehle dir nämlich, dich hierbei zwischen dem Wert 1,5 bis 2 zu bewegen. Ich nenne dir hier auch mal kurz die Empfindlichkeit, die Aiden und Camo benutzen. Aiden benutzt nämlich den Multiplikator von 1,7 für die Baumodus-Empfindlichkeit und einen Multiplikator von 1,9 für den Bearbeitungsmodus. Camo hingegen benutzt die beiden Multiplikatoren auf 1,8. Ihr seht schon, dass sich wirklich die beiden Spieler zwischen 1,7 bis 2 als Multiplikator bewegen, da es sonst wirklich einfach viel zu schnell wäre und man dann auch nur noch ein super schweres Gefühl hat und vor allem auch keine einfache Genauigkeit. Bei der Kategorie fortgeschrittene Optionen verwenden kann ich euch empfehlen, dass ihr diese Einstellungen unbedingt aktiviert. Es bringt ja einfach noch eine zusätzliche Feinabstimmung für die Umseh- und Zielempfindlichkeit und ich habe mich hier auch wieder bei den Einstellungen von Profispielern informiert und wirklich über 99% hatten diese Einstellungen ebenfalls aktiviert, darunter auch Camo und Aiden natürlich. Wir machen jetzt auch direkt weiter mit der Umsehempfindlichkeit. Und zwar bedeutet die horizontale Umsehgeschwindigkeit einfach nichts anderes als die Geschwindigkeit, die du hast, wenn du wirklich deinen Stick nach links oder rechts drückst. Du kannst sehr, sehr gut erkennen, dass sie bei 100% super schnell und damit auch auf jeden Fall zu schnell ist, um ein genaues, aber trotzdem gutes und schnelles Movement vor allem zu haben. Die vertikale Umsehgeschwindigkeit ist nichts anderes als die horizontale Umsehgeschwindigkeit, nur dass es wirklich diesmal die Geschwindigkeit ist, die du hast, wenn du deinen Controller-Stick von oben nach unten oder andersrum drückst. Ich habe mich natürlich auch wieder bei Pro-Playern umgeschaut und mir viele Meinungen natürlich auch angehört. Dabei benutzt wirklich Aiden eine horizontale Umsehgeschwindigkeit von 55% und eine vertikale Umsehgeschwindigkeit von 46%. Camo benutzt wieder sowohl für die horizontale als auch für die vertikale Umsehgeschwindigkeit einen Wert von 52%. Auch hier können wir natürlich wieder sehen, dass die einen Spieler halt mit einer höheren Sensi in X und einer etwas langsameren Sensitivität in Y-Richtung spielen und die anderen halt wirklich
wirklich die beiden Werte gleich benutzen, also dass sie für X-Richtung und Y-Richtung wirklich die gleiche Sensitivität benutzen. Das hängt aber wirklich von Spieler zu Spieler so krass ab. Die einen mögen es halt so, die anderen so. Wir machen jetzt auch mal direkt weiter mit einer komplett neuen Einstellungsmöglichkeit, und zwar dem Schub beim Drehen. Du kannst etwas weiter unten ebenfalls die Einstellung Schubverzögerung beim Drehen erkennen. Wir machen jetzt einfach mal ein Beispiel. Du stellst mal den horizontalen Schub auf 60% und die Verzögerung auf 0,5 Sekunden. Dann bekommst du nämlich, wenn du deinen Controller-Stick nach ganz rechts drückst, nach 0,5 Sekunden einen Boost um zusätzliche 60%. Das heißt, du drehst dich sozusagen um 60% schneller. Das kann aber seine Vor- und Nachteile haben, vor allem bei den Pro-Playern kommt diese Einstellung noch ziemlich ungewöhnt an. Das kann man auch daran erkennen, dass sowohl Camo als auch Aiden wirklich keinen Schub beim Drehen benutzen. Probier das Ganze mal aus und findet für dich da die richtige Einstellung. Ich kann dir jetzt in dem Moment auch nur empfehlen, weil es auch viele Pro-Spieler deaktiviert haben, dass du das Ganze nochmal deaktiviert lässt. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal mit einer sehr, sehr interessanten Umsehempfindlichkeit weiter. Und zwar gibt es diesen Schub auch beim Drehen, wenn ihr im Zielvisier seid. Sprich, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Scoped AR oder so habt, dann im Scope drinnen seid, da gibt es natürlich dann auch diese Schub Einstellungsmöglichkeit. Hierbei muss ich wirklich sagen, dass es sich tatsächlich rentiert, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Scoped AR anschauen. Wir machen jetzt auch hier wieder ein Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf einen Gegner schießt mit der Scoped AR und rechts weiter befindet sich ebenfalls noch ein Gegner, dann ist es wirklich hilfreich, denn dann kannst du einfach deinen Controller-Stick, nachdem du den einen Gegner getötet hast, ganz kurz, ganz schnell nach rechts zielen und durch den Schub landest du einfach viel schneller bei dem anderen Gegner. Also in der Hinsicht ist das wirklich hilfreich, aber auch hier haben wirklich beide Pro-Spieler diesen Schub deaktiviert, aber ich muss wirklich sagen, ich könnte euch tatsächlich für das Zielvisier einen geringen, aber trotzdem sehr, sehr hilfreichen Schub empfehlen. Der würde dann so zwischen 10% und 15% liegen, also nicht zu stark, aber auch jetzt nicht zu langsam so. Die Schubverzögerung, Leute, da kann ich euch wirklich empfehlen, stellt diese auf 0 Sekunden. Den Widerstand beim Umsehen kann ich euch auch zwischen 0 und 20 Sekunden empfehlen. Aiden hat in dem Fall 20 Sekunden ausgewählt, Ghost Car hat 0 Sekunden ausgewählt, also da solltet ihr auch euch zwischen einem Wert von 0 bis 20 Sekunden auf jeden Fall befinden. Es gibt natürlich auch nicht die perfekten Einstellungen. Ich sag mal, wenn jetzt zum Beispiel der weltbeste Fortnite-Spieler mit dem Controller jetzt auf einer Einstellung, sage ich mal, monatelang übt, dann kann der das genauso wie jetzt, ich sag mal, ohne diese Einstellung. Aber Leute, es hilft dir auf jeden Fall besser zu werden, wenn du solche Einstellungen richtig anwendest. Es geht mit einer super schwierig zu erklären lernenden Einstellung weiter, und zwar ist das einfach das Eingabeverfahren beim Umsehen. Hier hast du jetzt nämlich die Möglichkeit zwischen linear und exponentiell zu unterscheiden. Ich kann euch jetzt mal kurz die Definition vorlesen, die auf jeden Fall rechts steht, und zwar bestimmt dieses Eingabeverfahren beim Umsehen, wie die Eingabe des Umsehsticks eines Controllers genutzt wird. Beim linearen Verfahren wird wirklich die direkte Stick-Eingabe benutzt. Beim exponentiellen Verfahren haben wirklich kleinere Bewegungen des Sticks weniger Auswirkung, wodurch die Eingabe präziser wird. Sprich, wenn du jetzt linear ausgewählt hast, dann drehst du dich in jede Richtung, egal wie weit du deinen Controller-Stick gedreht hast oder gedrückt hast, in genau der gleichen Geschwindigkeit. Bei exponentiell drehst du dich ja schneller, wenn du deinen Stick schnell nach oben drückst, und wenn du deinen Stick langsam nach oben drückst, logischerweise langsamer. Ich hoffe, ich konnte es euch ein wenig erklären, Leute, aber es ist, wie gesagt, unfassbar schwer, so etwas zu erklären. Schreibt mal Hashtag ja oder Hashtag nein runter in die Kommentare, ob ihr verstanden habt oder nicht. Vielleicht kann ja einer von euch das Ganze noch besser erklären als ich. Falls ja, dann schreibt es mir mal gerne runter in die Kommentare, so eine Definition, so eine einfache Erklärung für diese Einstellung. Auch hier variieren wirklich wieder die ganzen Einstellungen von den Pro-Spielern. Die einen haben exponentiell eingestellt, die anderen linear. Aiden hat jetzt in dem Fall exponentiell eingestellt und Camo hat jetzt wirklich linear eingestellt. Ich habe bei vielen anderen Pro-Spielern auch gesehen, dass sie linear eingestellt haben. Nur zum Verständnis, exponentiell, das ist die Einstellung, die in super vielen anderen Shootern auch herrscht und auch in Fortnite jetzt in der Season X geherrscht hat und in den ganzen Seasons davor bis jetzt war immer exponentiell. Linear ist also diese neue Variante, die jetzt mit dem Kapitel 2 dazugekommen ist. Also falls ihr so spielen möchtet wie früher, wählt auf jeden Fall exponentiell aus. Wenn ihr linear ausgewählt habt, habe ich auch wirklich in einigen Kommentaren gesehen, dass es zwar wirklich 4 bis 5 Tage Übung braucht, damit man sich dort auch einigermaßen zurechtfindet, aber dass man dann auf jeden Fall ein besseres Aim hat. Das weiß ich jetzt nicht ganz. Das hängt natürlich auch von Spieler zu Spieler ab. Probiert das Ganze mal auf linear. Wenn ihr jetzt aber keine große Umstellung haben möchtet, bleibt auf jeden Fall bei exponentiell. Bei der Stärke der Zielerfassungshilfe kann ich euch ganz klar empfehlen, dass ihr diese auf 100% gestellt habt.
ist natürlich auch ein bisschen dumm, wenn man es nicht hat. So, wenn man wirklich die Möglichkeit hat, auf dem Controller eine Zielerfassungshilfe zu haben, dann sollte man diese natürlich auch ausnutzen. Ist natürlich ganz klar und auch logisch, würde, glaube ich, jeder Spieler so machen. Muss ich natürlich auch als Maus- und Tastaturspieler auch zugeben, dass es natürlich eine ganz logische Sache ist, wenn man diese Zielerfassungshilfe auf 100% gestellt hat. Genau, und das war es jetzt hier auch mit den ganzen Einstellungen. Mich würde wirklich unfassbar interessieren, was ihr für Einstellungen benutzt. Also schreibt mal so grobe Einstellungen wie zum Beispiel linear oder exponentiell oder so etwas runter in die Kommentare, denn dann hat man einfach noch so ein genaueres Bild, so was für Einstellungen die meisten Leute so benutzen. Damit will ich auch schon sagen, was ist hier mit dem heutigen Video. Falls es euch gefallen hat, lasst mir nochmal kurz eine positive Bewertung da. Haut da rein, lasst es sein und in dem Sinne sage ich mal, yo, ciao!